Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. SPD-Chef und Bundeskanzler Schröder hat seine Partei klar hinter sich und seinen Reformkurs gebracht. Der Sonderparteitag in Berlin gab ihm mit großer Mehrheit Rückendeckung für seine Agenda 2010 und billigte die umstrittenen Einschnitte, etwa beim Arbeitslosen- und beim Krankengeld. Gegen die Reformpläne hatten Kritiker von der Partei Linken erneut leidenschaftlich Stellung bezogen. Änderungen durchsetzen konnten sie nicht. Schröder zeigte sich ausgesprochen zufrieden mit dem Maß an Zustimmung. Keiner hat ganz genau nachgezählt, doch aus der Sicht des Tagungspräsidenten war das Ergebnis dieser Abstimmung über die Agenda 2010 eine überwältigende Mehrheit. Für Gerhard Schröder eine große Erleichterung, über 90% der Delegierten waren dafür. Am Vormittag war der SPD-Vorsitzende ohne große Inszenierung in den Saal eingezogen, hemdsärmlich und offenbar kampfbereit. In seiner Rede mahnte er vor allem Realitätssinn an und verlangte Mut zur Wahrheit. Wir müssen den Mut zeigen, anzuerkennen, dass die Zahl der Arbeitslosen nicht nur aus konjunkturellen Gründen auf mehr als 4 Millionen angestiegen ist, sondern dass es dafür eben auch strukturelle Ursachen gibt, Ursachen, die wir erkennen müssen und die wir zu beseitigen haben. Es gehe in Deutschland auch um einen Wandel in der Mentalität. Das Land brauche neues Denken. Wer glaubt, es könne alles so bleiben, wie es ist, der macht sich etwas vor, aber schlimmer noch, er macht anderen etwas vor. Der Kanzler verlangte von der Partei Geschlossenheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Diskussionen als Zerrissenheit und Zerstrittenheit und als Folge dessen als Handlungsunfähigkeit wahrgenommen werden. Am Ende ein versteinerter DGB-Vorsitzender. Keine Jubelstürme, aber ein solider Beifall für die Rede. Von seinen Kritikern verlangt Schröder nun, das Ergebnis anzuerkennen. Im Ergebnis wird es so sein, dass all diejenigen, die diese Diskussion in besonderer Weise gewünscht haben, sich jetzt auch damit abfinden müssen, dass die Partei mir mit 90% zugestimmt hat und nicht denjenigen, die die Agenda kritisiert haben. Demonstrativer Dank an die Altvorderer der SPD, die sich für Schröder besonders in die Bresche geworfen haben. In der Debatte um die Agenda 2010 hatten Wortführer der Kritiker erneut argumentiert, das Konzept sei sozial unausgewogen. Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt würden durch die Reformen eher verstärkt. Unter anderem forderten die Agenda-Gegner erneut die Wiedereinführung einer Vermögensteuer. Andererseits hatte Parteichef Schröder prominente Fürsprecher, unter anderem in dem früheren SPD-Chef Vogel und dem ehemaligen Parteistrategen Eppler. In der Aussprache flogen gleich zu Beginn die Fetzen, allen Kritikern voran Ottmar Schreiner, der Schröders Agenda lustvoll in den Boden stampfte. Es ist nicht nur ökonomisch falsch, ausgerechnet in der Konjunkturkrise die Sozialeinkommen deutlich und drastisch zu beschneiden. Das führt nicht zu mehr Beschäftigung, das führt zu mehr Arbeitslosigkeit. Schreiner erhielt, anders als der Kanzler, sehr starken Beifall. Doch bevor die Stimmung zu kippen drohte, schickten die Parteitagsstrategen die großen alten Männer ins Rennen. Voll überzeugt wurde ich eigentlich erst durch die Alternativvorschläge der Kritiker. Liebe Freunde, die waren schon am Ende der 70er Jahre überholt. Wenn es welche gibt, die lieber in die Opposition gehen wollen, um die Verantwortung loszuwerden, dann sollen sie es bitte sagen. Heftiger Applaus für die Alten. Trotzdem entstand für den Kanzler noch einmal eine brenzlige Situation, als Korrekturen beim Arbeitslosen- und beim Krankengeld gefordert wurden. Schröder griff ein und zitierte seine Kritiker. Wir wollen ja gar nicht die Arbeitsbedingungen der Bundesregierung und des Bundeskanzlers verändern, sondern wir wollen den ja behalten, aber zu unseren Bedingungen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist nur begrenzt möglich. Die Linke konnte sich nicht durchsetzen, aber zumindest das Thema Vermögensteuer soll noch einmal aufgegriffen werden beim regulären Parteitag im November. Zum SPD-Sonderparteitag jetzt noch einmal direkt aus Berlin, Thomas Roth.
Ja, also wer den Tag über den Parteitag in Berlin hautnah verfolgen konnte, der hat in der Tat einen interessanten Prozess mitbekommen, nämlich ein höchst verhaltener Beginn, dann eine sehr kämpferische Rede und am Ende dann schließlich doch eine große Mehrheit für den Parteivorsitzenden. Was sich einem bei der Beobachtung auch vermittelt hat, es war wohl ein sehr hartes Stück Arbeit für beide, die Partei und für den Kanzler, der aber ohne Frage gestärkt daraus hervorgeht. Richtig ist aber auch, das ist erst der Anfang. Der Grünen-Parteitag in 2 Wochen in Cottbus muss der Agenda ebenfalls zustimmen. Und schließlich braucht Schröder bei allen folgenden Einzelgesetzen jeweils die Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag. Und ganz am Ende wartet die Opposition mit ihrer Mehrheit im Bundesrat, die alles blockieren kann, wenn sie das denn will. Fazit, im schlimmsten Fall kann es noch lange dauern, ja vielleicht sogar zu lange, bis Wirklichkeit wird, was heute abgestimmt wurde. Und damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg. Für den Koalitionspartner der SPD forderte der Grünen-Politiker Schlauch eine rasche Umsetzung der Agenda 2010. Weitere Schritte müssten folgen. CDU-Generalsekretär Mayer sagte, die Pläne sollten so schnell wie möglich in den Bundestag. Dort, so Mayer, wo sie in die richtige Richtung gingen, werde sich die Union nicht verweigern. CSU-Generalsekretär Goppel kritisierte, die Agenda 2010 sei bei weitem nicht ausreichend. FDP-Fraktionschef Gerhard sprach von einer Schmalspur-Agenda. Mehrere hundert Menschen haben während des SPD-Sonderparteitages in Berlin gegen die geplanten Sozialreformen der Bundesregierung protestiert. Gewerkschafter und private Initiativen kritisierten die Agenda 2010. Für sie bedeuten die Reformpläne von Kanzler Schröder Sozialabbau. Dadurch werde die Wirtschaft weder belebt noch der Arbeitsmarkt in Schwung gebracht. DGB-Chef Sommer kündigte nach dem SPD-Sonderparteitag an, weiter mit Regierung und Opposition über Wege aus der Krise sprechen zu wollen. Über die Reformpläne von Bundeskanzler Schröder diskutiert heute auch die Runde bei Sabine Christiansen um 21.45 Uhr. Zum ersten G8-Gipfel nach dem Irakkrieg sind die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen in Evian am französischen Ufer des Genfer Sees zusammengetroffen. Auf der Tagesordnung stehen die lahmende Weltwirtschaft, der Kampf gegen den Terrorismus und der Nahostkonflikt. Den Auftakt des Treffens bildete eine Gesprächsrunde mit Vertretern ärmerer Staaten. UN-Generalsekretär Annan forderte, ihnen Schulden zu erlassen und mehr Entwicklungshilfe zu leisten. Die beiden Präsidenten wussten, dass ihre Begrüßung als Symbol gewertet wird. Also lieferten sie der Welt die erwartete Geste. Ein höflicher, aber kein herzlicher Händedruck. Der G8-Gipfel soll zeigen, dass der Streit der reichen westlichen Länder um den Irakkrieg überwunden ist und dass sie nun gemeinsam eine Brücke schlagen zu den Entwicklungs- und Schwellenländern. George Bush gibt sich gelassen. Forderungen nach Erhöhung der Entwicklungshilfe kam er teilweise im Vorfeld entgegen. Er will die amerikanischen Zuschüsse für den Weltgesundheitsfonds auf 1 Milliarde Dollar verdreifachen, falls insgesamt 3 Milliarden zusammenkommen. Aus amerikanischer Sicht sind also jetzt die Europäer gefordert. Dem amerikanischen Präsidenten kommt Chiracs Einladung an die Schwellenländer sogar entgegen. Er unterstützt ihre Forderung, die Europäer sollten den Agrarmarkt öffnen und die Subventionen senken. Bush geht noch weiter. Europa solle sich nicht länger gegen genmanipulierte Nahrungsmittel sperren, mit denen man den Hunger bekämpfen könne. Solche Nahrungsmittel stellen vor allem die USA her. Darüber können Bush und Chirac morgen unter 4 Augen reden. Mit Bundeskanzler Schröder, der in dieser Stunde am Genfer See eintraf, ist kein separates Treffen geplant. Bei allen Versöhnungsgesten fährt der amerikanische Präsident hier in Evian keinen Schmusekurs. Er legt seine Erwartungen an die Europäer klar auf den Tisch. Ohnehin ist das hochrangige Treffen am Genfer See für Bush zu einer Art Zwischenstopp geschrumpft. Schon morgen reist er weiter in den Nahen Osten, wo er zwischen Israelis und Palästinensern vermitteln will. Aus seiner Sicht der wichtigere Termin. Gegen den Gipfel haben mehr als 50.000 Globalisierungskritiker protestiert. Sie marschierten aus 2 Richtungen auf Evian zu und schlossen sich an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz zusammen. Diese Kundgebung blieb weitgehend friedlich. In Lausanne dagegen gab es in der Nacht gewaltsame Ausschreitungen, woraufhin eine für heute geplante Demonstration verboten wurde. Bei einer Autobahnblockade wurde einer der Teilnehmer schwer verletzt. Gut, dass Sie hier ballern. Da gehen wenigstens keine Schaufensterscheiben zu Bruch, kommentierte ein französischer Polizist diese Szenen heute Morgen kurz vor dem Gipfelort Evian. Circa 30 Jugendliche konnten es nicht lassen. Dabei verliefen die Proteste der übrigen rund 100.000 Gipfelkritiker gegen das Treffen der Chefs der 8 größten Industrienationen, wie es sich Gastgeber Frankreich wünschte, nämlich friedlich. Mit mehreren dezentralen Veranstaltungen machten die Teilnehmer des Gegengipfels deutlich, worum es ihnen geht.
nämlich um die ungleiche Verteilung des Reichtums. Nach fast 30 Jahren Gipfeln lebt heute immer noch die Hälfte der Erdbevölkerung von weniger als $2 pro Tag, während die Reichsten der Welt mehr als 50% allen Vermögens besitzen. Symbolisch ging die Welt in Evian also baden. Wir wollen halt zeigen, dass bisher die G8 ganz allein warm und im Trockenen sitzen auf ihren Inseln und den Wohlstand der Welt genießen wollen und den Rest der Welt von ihren Entscheidungsprozessen möglichst außen vor halten wollen. Das nahegelegene Genf hat sich an diesem Wochenende verbarrikadiert. Die Holzwände vor den Schaufenstern nutzten die Demonstranten für den künstlerischen Protest. Die Kritik an Mammutveranstaltungen wie hier in Evian wird immer lauter. Selbst anerkannte Stellen wie das Französische Institut für internationale Beziehungen bezweifeln inzwischen die Legitimität der G8-Gipfel. Zu teuer und zu wenig effizient, lautet das Urteil. Dieser Gipfel jedenfalls dürfte die Steuerzahler an die 100 Millionen Euro kosten. Schon vor dem G8-Gipfel hatten sich US-Präsident Bush und sein russischer Kollege Putin in St. Petersburg getroffen. Bush war zum Abschluss der 300-Jahr-Feier der Stadt angereist. Er setzte mit Putin einen Abrüstungsvertrag in Kraft, mit dem sich Russland und die USA verpflichten, 2/3 ihrer strategischen Atomsprengköpfe abzubauen. Nach dem Streit über den Irakkrieg demonstrierten beide Seiten Einigkeit, etwa bei Vorbehalten gegenüber den Atomprogrammen Irans und Nordkoreas. Während Deutsche und Franzosen noch auf ein Ende der politischen Eiszeit hoffen müssen, tauschte der russische Präsident schon heute Morgen Freundschafts- und Vertrauensbekundungen mit George Bush aus. Die Irak-Krise sei ein Streit unter Freunden gewesen, meinte der. Unsere Länder begegnen jetzt gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit. Und beide Länder haben unter dem Terror gelitten. Beide Seiten riefen Nordkorea zum Verzicht auf Atomwaffen auf und beide, so Bush, seien besorgt über das fortgeschrittene iranische Atomprogramm. Russland liefert die Technik. Trotzdem, die Positionen Russlands und der USA, so Putin, sind sich in Wahrheit viel näher, als es aussieht. Russland will zwar weiterhin das Atomkraftwerk im Iran fertigstellen, unterstützt aber intensive, unangemeldete Kontrollen, um den heimlichen Bau von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Ein herzlicher Abschied dann, nachdem George Bush eine intensive Kooperation in zahlreichen Gebieten ankündigte und eine Einladung für Freund Wladimir nach Camp David. Eine Ehre, von der andere Europäer zurzeit nur träumen können. So rasant ist wohl schon lange kein seriöser Konflikt mehr in freundschaftliches Miteinander umgetauft worden. Die persönliche Chemie, das Vertrauen zwischen George und Wladimir sind da nur eine Erklärung. Washington braucht ein Russland, das auch bei künftigen Konflikten mit Schurkenstaaten stillhält, das US-Soldaten vor seiner Haustür duldet und das beim Antiterroreinsatz nicht europäisch zimperlich vorangeht. In Bagdad sind bei einem Angriff auf ein gepanzertes US-Fahrzeug 2 Iraker getötet und 2 amerikanische Soldaten verletzt worden. Das bestätigte die US-Armee. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtete, in der Nähe einer Moschee sei ein US-Fahrzeug mit einer Granate angegriffen worden. Bei einem anschließenden Schusswechsel seien 2 Passanten ums Leben gekommen. Informationen über Angreifer und Motive liegen noch nicht vor. Wenige Tage vor dem geplanten Nahost-Friedensgipfel mit US-Präsident Bush hat Israel heute die Abriegelung palästinensischer Gebiete gelockert. Und 3.500 Palästinenser überquerten nach israelischen Militärangaben einen Grenzübergang am Gazastreifen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen. Die Übergänge waren nach der jüngsten Serie von Selbstmordanschlägen geschlossen worden. Von palästinensischer Seite hieß es, die Bemühungen seien kaum ausreichend für Millionen Palästinenser. Nach 10 Jahren Bauzeit ist am Yangtze-Strom in China der 3-Schluchten-Staudamm in Betrieb genommen worden. Das wegen der befürchteten Umweltschäden umstrittene Bauwerk ist das größte Wasserkraftwerkprojekt der Welt. Für die Stauung des künstlichen Sees mussten mehr als 700.000 Menschen ihre Heimat verlassen, weitere 400.000 werden noch folgen. In 6 Jahren sollen die Bauarbeiten am mehr als 20 Milliarden Euro teuren Damm abgeschlossen sein und das Kraftwerk so viel Energie erzeugen wie 10 große Kohlekraftwerke. In Berlin ging heute der bundesweit erste gemeinsame Kirchentag von Katholiken und Protestanten zu Ende. Etwa 200.000 Menschen versammelten sich am Vormittag zu einem ökumenischen Abschlussgottesdienst vor dem Reichstag. Auf der 5-tägigen Veranstaltung war es neben zahlreichen politischen Debatten um das Zusammenwachsen der Kirchen gegangen.
Ein Meilenstein auf dem Weg zur Ökumene sei es gewesen, da sind sich die Gläubigen einig, auch die Kirchenoberen. Neben religiösen Themen spielten gesellschaftliche Probleme eine zentrale Rolle. Daher auch heute bei der Predigt noch einmal der Aufruf der beiden Kirchen gegen Fanatismus und Hass und zum schonenden Umgang mit den Ressourcen der Welt. Und dies gilt auch für den Umgang mit der Mangelware Arbeit in unserem Land und mit unserem Verhältnis zu den Arbeitslosen. Die Ehrfurcht vor Gott befreit vor dem Hochmut. Wir seien die Herren der Welt. Zurück nach Hause. Die meisten Christen können den Streit um das gemeinsame Abendmahl, das abseits des Programms stattgefunden hatte, nicht verstehen. Für die offizielle katholische Kirche war es ein Verstoß, der den Gesamteindruck aber nicht trüben konnte. Der Tennisprofi Rainer Schüttler ist bei den French Open in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Er unterlag dem Niederländer Martin Verkerk nach etwas mehr als 2 Stunden Spielzeit in 3 Sätzen. Damit findet das Viertelfinale des mit rund 14 Millionen Dollar dotierten Grand Slam Turniers ohne deutsche Beteiligung statt. Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya hat im BMW Williams den großen Preis von Monaco gewonnen. Zweiter wurde der Finne Kimi Räikkönen. Der Ferrari-Pilot Michael Schumacher wurde auf den 3. Platz verwiesen. Bereits nach dem Start war klar, das Team BMW Williams zum ersten Mal in dieser Saison siegfähig. Vor der ersten Kurve Ralf Schumacher von Montoya, der Kimi Räikkönen überholen konnte, Michael Schumacher auf Platz 5. Bereits in der ersten Runde das Aus für Heinz-Harald Frenzen, dessen Teamkollege Nick Heidfeld ebenfalls enttäuschend nur 11. am Ende. Nach dem ersten Boxenstopp verlor Ralf Schumacher seine Führung an seinen Teamkollegen Montoya. Und nach diesem Verbremser in der Raskas-Kurve waren alle Hoffnungen dahin, am Ende Ralf Schumacher 4. Vorne war alles klar in einem ereignisarmen Rennen. Montoya auf BMW Williams, auch nach dessen 2. Stopp in Führung. Vor Räikkönen auf McLaren Mercedes und Michael Schumacher. Das auch der Zieleinlauf. Erster Sieg in Monte Carlo für Montoya. Erster Saisonsieg für BMW Williams. Nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. Juni. Die neue Woche startet hochsommerlich. Viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Die Gewitterwolken bleiben morgen noch über Frankreich hängen, aber am Dienstag könnten sie den Sprung nach Deutschland wieder schaffen. Heute Nacht ist der Himmel meist klar. Am frühen Morgen bilden sich Nebelfelder, vor allem über den Flusstälern Süddeutschlands. Der Nebel löst sich aber rasch wieder auf und dann scheint überall die Sonne. Am Nachmittag gibt's besonders im Westen und Süden wieder Quellwolken. Gegen Abend sind dort einzelne Gewitter möglich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Heute Nacht an der Küste zum Teil nur 8 Grad, sonst 10 bis 15, am Oberrhein bis 18 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 23 Grad an der Ostsee bis 32 Grad im Breisgau. Heiß bleibt es auch in den nächsten Tagen. Dienstag und Mittwoch beginnen meist sonnig. Da es aber wieder schwüler wird, bilden sich vor allem in der Westhälfte Quellwolken und Gewitter, die sich am Donnerstag weiter nach Osten ausbreiten.